Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil unseres Motorzusammenbau-Videos. Es geht gleich mit der Nockenwelle weiter. Viel Spaß! Da eben die Kamera versehentlich nicht auf Aufnahme stand, als ich diesen Springring mit den Daumen da reingedrückt habe, hole ich ihn jetzt nochmal raus. Ich heble mit der Schraubendreherklinge eine Seite, ein Ende des Ringstoßes raus. Soweit heble ich ihn raus, dass ich einen kleinen Madenschraubendreher hier reinstecken kann, um den Ring aus der Nut zu halten. So. Und dann hebe ich das Ende hoch. Und damit hat er verloren. Und dann gehe ich hier rundherum drunter und heble ihn raus. Nochmal das Reinsetzen. Der Ring hat ja zwei gleiche Enden. Ich setze eins der beiden Enden rein in die Nut und drücke ihn rundherum mit den Daumen hier rein. Muss man etwas fest zupacken können. Und wenn es mit dem Däumchen nicht geht, dann nehmen wir hier die Klinge dazu und drücken da. So. Dann sitzt er. Jetzt können wir noch mal ein bisschen probieren, ob er auch richtig in die Nut geschnappt ist. Das ist der Fall. So muss der sitzen. Und damit ist das Lager nach allen Richtungen, also nach beiden Richtungen, axial festgelegt. Hinten durch den Bund am Gehäuse, der den Lageraußenring umfasst und nicht weiter wandern lässt. Vorne durch den Springring. Das ist also das Festlager der Nockenwelle. Das Loslager, gleich groß, kommt auf das kurze Ende der Nockenwelle, also auf dieses. Das könnte man jetzt kalt aufpressen, aber wir schrumpfen das auf. Ich mache das wieder warm, dann fällt das hier drauf. Das Lager ist jetzt warm. Lässt sich das aufstecken. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Und zack. Unser mächtiger Verbündeter, die Wärmedehnung, hat wieder gesiegt. Nun muss die kleine Scheibenfeder hier rein, die ist nur 2,5 mm breit. Am besten fasst man sie mit einer Pinzette an und drückt sie dann mit einem Zangenschlüssel in die Nut. So, sodass sie achsparallel da drin sitzt. Um jetzt das Kettenrad aufzusetzen, muss man ein wenig peilen. Man sieht ja hier nicht unbedingt, wo die Nut ist, und das fängt auch hier vorne schon an, schwerer aufzugehen. Darum ziehe ich mir hier eine Hilfslinie von dieser Nut mit einem Stift, der auf Metall schreiben würde, wenn er nicht eingetrocknet wäre. So. Prinz Güldenschwert. Wichtig ist, dass da was zu sehen ist, denn das ist die Stelle, an der wir da reinlinsen können. Das Ziel ist, von der Seite zu sehen, wo sich die Nut befindet. Und dieses Rad, das heizt sich jetzt wieder an. Und dann schaue ich von dieser Seite drauf und kann dann die Scheibenfeder zur Nut mit Hilfe der Strichmarkierung ausrichten. Und das Kettenrad setze ich hier drauf, und wenn es nicht gleich drauf will, dann klopfe ich noch. So sitzt es schon. Dieses Sägerringnut hier muss gerade sichtbar sein, dann ist es weit genug drauf. Wenn das Kettenrad nicht auf Anhieb da drauf gehen will, dann bitte keine Gewalt anwenden, sondern sollte es auf halbem Wege stecken bleiben, nicht mehr weiter wollen, nochmal abziehen. Denn dann hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Scheibenfeder in ihrer Nut hochgestellt und hindert das Rad am weiteren Draufgehen. Also nochmal abziehen, die Scheibenfeder wieder ausrichten, reindrücken mit der Zange und im Zweifel vorne etwas niedriger und hinten etwas höher drücken, aber nicht zu sehr. Das Rad sollte auch draufgehen, wenn die Scheibenfeder achsparallel steht. Das war ja eben auch der Fall, es ging ja drauf. Zum Schluss kommt dann dieses Blechtöpfchen drauf und dieser Sägerring hier wird in die Nut geklebt. Dann ist die Nockenwelle fertig zum Einbau. Was wir hier einbauen werden, ist die getunte Nockenwelle mit den Nocken der R45. Wir wollen nun den Nockenwellenantrieb montieren, der ja über eine kleine Rollenkette geschieht. Das große Kettenrad ist bereits auf der Nockenwelle. Die Sorge sind wir los. Das kleine Kettenritzel muss noch auf die Kurbelwelle. Dabei kann man einiges verkehrt machen.
Ich zeige mal aus der Kammer des Schreckens zwei Beispiele, die beweisen, was alles verkehrt gemacht werden kann. Hier sehen wir das Schlimmere der beiden. Hier hat einer draufgeschlagen. Da, da, hier, dort, da, da, hier und dort und da. Und naja, es geht schneller, die Stellen aufzuzählen, die nicht zerschlagen sind. Das ist diese Partie im Wesentlichen und sonst gar keine. Das ist das zweite Exemplar aus der Kammer des Schreckens. Hier ist hier draufgeschlagen worden und da. Man erkennt das hier. Da sind Schlagstellen hier auch. Die Partie ist unverletzt. Hier hat einer drauf geprügelt. Da ist unverletzt. So, jetzt sind wir einmal rund. Also auch hier wurde kräftig drauf geprügelt. Und das sollte man unterlassen. Das Ritzel muss auf diesen Passdurchmesser. Hier ist eine Scheibenfeder drin, die ihm die Richtung gibt. Die ist also nach Winkel ausrichtet. Wenn das Ritzel jetzt hier drauf gesetzt wird, dann sieht man von oben und von der Seite nicht, wo sich die Nut befindet. Die Nut sitzt irgendwo im Ritzel, man sieht sie hier. Aber von oben sehe ich sie nicht. Also ist es erforderlich, oben eine Kennzeichnung drauf zu bringen, die mir zeigt, wo die Nut ist. Das habe ich hier mit einem Farbklecks getan. Ich habe die Kennzeichnung fortgesetzt über den Umfang, sodass ich von überall her sehen kann, wo die Nut sitzt. Nun könnte man das Rad erhitzen und könnte es so hier drauf gleiten lassen. Das sollte auch gehen, wenn es warm genug ist. Aber was passiert, wenn es auf halbem Wege stecken bleibt? Wenn das Ritzel stecken bleibt, was macht Hein Blöd? Er schlägt hier mit dem Hammer auf den Durchschlag und versucht, das Rad hier drauf zu prügeln. Das ist aus zweierlei Gründen schlecht, denn zum ersten erhält das Rad böse Macken. Hier ist böse drauf rumgeklopft worden, man sieht das ja. Hier ist der Rand förmlich nach außen getrieben worden. Der ganze Rand wurde also spanlos verformt. Und nicht nur das, das Rad hat auch nicht richtig zur Scheibenfeder fluchtend gesessen, sodass hier am Anfang der Nut, die Kante der Nut, abgeflacht worden ist. Hier saß nämlich die Scheibenfeder und die Nut, die verdreht da drauf gepolkt wurde, hat jetzt einerseits die Scheibenfeder weggeraspelt und andererseits sich selbst. Hier ist anstelle einer Kante nur noch eine Schräge. Dieses Rad ist also wegschmeißreif. Wenn ich gar nichts anderes hätte, würde ich es vielleicht noch nehmen, aber so ist es verdorben. Und außerdem gehen natürlich die Schläge auf das Lager. Das Lager haben wir gerade erneuert. Man schlägt unter gar keinen Umständen auf eine Kurbelwelle. Wir müssen jede Schlagbeanspruchung von der Welle fernhalten. Das heißt, wenn wir das Ritzel aufpressen wollen, dann dürfen wir nicht schlagen, sondern wir dürfen nur drauf drücken. Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug zur Zweizylinderwelle. Ich sagte ja, der Einbau der Kurbelwelle ist am Einzylinder einfacher. Aber die Ausrichtung des Zahnrades ist bei der Zweizylinderwelle einfacher. Die Zweizylinderwelle, hier liegt eine vordere Hubwange einer zerlegten Welle, die hat ja kräftigere Durchmesser als die Einzylinderwelle. Hier stehen die Durchmesser drauf. Das Kugellager hat innen 45 mm, das sitzt hier drauf. Das Zahnrad zum Antrieb der Nockenwelle hat 40 mm, hier ist auch die Scheibenfedernut. Dann kommt ein nur gedrehter Hilfsdurchmesser von 35. Das ist der Lagersitz für das Stützlager für den Dünnerstartanker mit 30 mm und das ist der Laufsitz für den Simmerring mit 28 mm. Die Abmessungen sind beim Einzylindermotor um 10 mm kleiner. Hier unten ist der Lagersitzdurchmesser mit 35, da ist bereits der Innenring drauf. Dann kommt der Sitz für das Kettenritzel mit 30 mm. Dann kommt dieser unbearbeitete oder nur gedrehte Durchmesser mit 29,4. Der ist also nur ganz wenig kleiner als dieser geschliffene Durchmesser. Dann kommt der Wellendichtringlaufsitz mit 25 mm. Der Konus ist wieder gleich. Für den Zweizylinder gab es von BMW ein Sonderwerkzeug, eine sogenannte Schlupfbüchse. Die kann man sich auch selber machen. Die Schlupfbüchse steckt man auf die Welle und richtet diesen Nippel, das kann auch eine Scheibenfeder sein oder eine Passfeder, fluchten zu dieser Nut aus und schraubt sie fest. Dazu kommt dann hier eine Gewindestange rein und hier oben ist ein Loch drin, sodass man die verdrehsicher festziehen kann. Und da dieser Durchmesser ein Zehntel kleiner ist als der Innendurchmesser des Zahnrades, wird das aufzuschrumpfende Zahnrad sich einfach hier drüber stecken lassen, wird hier von vorgeführt
und flutscht ohne weiteres richtig auf die Scheibenfeder. Und wenn das nicht gelingt, dann passt hier noch eine Druckhülse drüber, die eine Aussparung hat, damit sie diesen Nippel nicht verletzt. Mithilfe dieser Druckhülse lässt sich das Zahnrad vollends aufpressen, wenn es nicht von alleine bis zum Anschlag rutscht. Es ist auch empfehlenswert, es vollends aufzupressen, weil das Zahnrad dem Innenring des Festlagers auf der Kurbelwelle erst den richtigen Halt gibt. Können wir das nun auf den Einzylinder übertragen? Nein, das können wir nicht, weil der Durchmesserunterschied von hier bis da an dieser Welle ausreicht, an der Einzylinderwelle aber nicht. Man sieht, dass diese Druckhülse schon relativ dünnwandig ist. Die ist außen knapp 40 und innen etwas größer als 35. Das heißt also, die hat eine Wandstärke von nur 2,5 mm ungefähr. Das lässt sich nicht auf die Einzylinderwelle übertragen, denn da dieser Durchmesser nur 0,6 mm kleiner ist als jener, müsste eine ähnlich gestaltete Schlupfbüchse wie die eben gesehene eine Wanddicke haben von 0,6 geteilt durch 2, also 0,3 mm. Das kann man vergessen, das geht nicht. Das bedeutet, wir können eine Vorführungshülse, eine Schlupfbüchse hier nicht anwenden. Wir können nur, und das sollten wir auch tun, für den Fall, dass unser Ritzel nicht willig hier drauf flutscht oder auf halbem Wege stecken bleibt oder wir nicht sicher sind, ob es auch wirklich bis gegen den Lagerinnenring gerutscht ist. Für diesen Fall sollten wir eine Druckhülse haben mit Deckel. Dieser Deckel zentriert sich da oben drin. Relativ einfaches Teil. Und dann können wir mit Hilfe der Gewindestange und einer hier draufgeschraubten Mutter das Ritzel zuverlässig hier unten gegenziehen. Und wir üben keine Schlagbeanspruchung aus, die die Kurbelwelle oder das Lager beschädigen könnte. Da fällt mir noch etwas ein. Dieser Deckel mit dem Spritzrohr zur Kettenschmierung, der liegt ja hier jetzt schon drunter und der passt auch freundlicherweise hier über die Zähne des Ritzels. Man hat also die Wahl, ob man erst das Ritzel aufpresst oder ob man erst den Deckel festschraubt. Man muss den Deckel nicht erst festschrauben, man darf zuerst das Ritzel aufpressen. Das ist aber nicht bei allen Motoren so. Es gibt ältere 250er Motoren, an denen nicht nur der ganze Lagerschild sowieso kleiner ist, weil die 250er hier vorne ein kleineres Lager haben. Das hat nicht Durchmesser 35 am Innenring, sondern vorne hat es nur 30 und nur auf der Schwungradseite hat es die gleichen Abmessungen wie der 300er vorne und hinten. Also 35. Der 300er hat vorne und hinten gleiche Lager, der 250er hat vorne ein kleineres und er hat auch, da gibt es zweierlei Sorten von Lagerschilden, manchmal einen Ölspritzrohrdeckel, der hier nicht drüber passt und der muss dann natürlich vorher montiert werden, sonst ärgert man sich, dass man das Ritzel drauf hat und den Deckel nicht mehr drüber bekommt. Ich rate also dazu, vorher auszuprobieren, ob der Deckel wirklich über die Zähne geht oder nicht. Geht er nicht drüber, muss er eben vorher montiert werden. Ich werde also jetzt im nächsten Schritt das Kettenritzel erhitzen und es dann nach Augenmaß schnell hier drauf stecken, sodass es da über die Scheibenfeder geht. Ich habe hier mal einen 250er Motor daneben gestellt, um zu zeigen, dass dieser Ölspritzdeckel gerade so über das Ritzel geht, aber auch nur deshalb, weil ich ihn nachträglich vergrößert habe. Man sieht hier die Bearbeitungsspuren. Der Innendurchmesser war ursprünglich kleiner, der ist gerade so weit vergrößert worden, dass er drüber passt. Fällt das Ritzel auch nur wenig größer aus, wie es hier der Fall ist, passt er schon nicht mehr drüber. Über dieses passt er, naja, auch nicht richtig, aber man könnte ihn drüber drücken. Und über dieses aus unserem Motor, das wir verwenden wollen, passt er auch nicht. Dieser kleine Deckel muss also zuerst montiert werden und erst danach darf das Ritzel drauf. Wir erkennen, dass das Lager am 250er Motor kleiner ist. Der Außenring hat nur 62 mm Durchmesser. Der große am 300er hat 72, also 10 mm mehr. Der Innenring hat nur 30 mm Durchmesser gegenüber 35 am 300er. Dieser Ölspritzring ist deutlich kleiner. Man sieht das hier, wenn ich die beiden aufeinander lege. Und natürlich sind auch die Lochabstände verschieden. Der große würde hier nicht reinpassen. Der passt noch nicht mal in die Ausdrehung des Lagerschilds, geschweige denn zu dem Lochbild. Umgekehrt würde natürlich auch der kleine Ölspritzring nicht auf den großen Lagerschild passen. Die Gusskontur hier verrät uns, dass dieses Motorgehäuse ursprünglich mal für ein Lagerschild mit 6er-Teilung vorgesehen war. Da saßen also nicht nur 5 Schrauben hier am Umfang, sondern eine 6.
Die hat man hier schon weggelassen. Und hier an diesem 300er Gussteil hat man auch die Gussnase weggelassen. Es sind also 5 Schrauben da. 1, 2, 3, 4, 5. Nur hier fehlt die 6. Schraube. Die hat man absichtlich weggelassen. Nehmen wir Anleihen an der Reparaturanleitung für den BMW 600. Dann sehen wir hier die Führungsbüchse, diese Schlupfhülse 5107. Mit einer langen Passfeder, die zur Vorführung des Zahnrades dient. Der Text rät uns, Antriebsrad auf etwa 150 Grad erwärmen und schnell auf seinen mit Talg eingefetteten Kurbelwellensitz schieben. Mit Talg ist nicht das Zeug gemeint, das man sich aus den Mitessern rausdrücken kann, sondern Hirschtalg ist gemeint. Den gibt es beispielsweise in Form eines Stiftes, ähnlich wie ein Labello gebaut, aber nicht zum Rausdrehen, sondern man muss hier schon mit dem Finger was entnehmen und dann auf die Welle streichen. Dieser Hirschtalg soll das Aufgleiten des heißen Kettenrades begünstigen. Was mich übrigens an Friedrich Karl Wächters ebenso tiefsinniges wie bildreiches Gedicht erinnert. Es geht so, noch nie in seinem ganzen Leben hat sich der Hirsch so übergeben wie gestern bei seinen Schwestern. Die zweite Strophe des Wächtergedichtes könnte lauten, noch nie kam aus des Hirschen Balg ein derart hochwertiger Talg. Streichst du ihn auf die Kurbelwelle, so rutscht das Ritzel drauf gar schnelle, genau bis zur gewünschten Stelle. Also tun wir, wie uns geheißen, bestreichen den Zapfen der Kurbelwelle, auf dem nachher das Kettenrad zu sitzen kommt, mit Hirschtalg. Man kann hier erkennen, was der Konstrukteur sich gedacht hat. Er hat den Bund dieses Kettenritzels 42 mm groß gemacht. Und der Kugellager-Innenring misst ja an seinem Passdurchmesser zum Zapfen hin 35, wie wir wissen. Die Differenz ist 7 mm. Das bedeutet, das Kettenritzel überdeckt den Lager-Innenring auf jeder Seite um 3,5 mm. Und da die Schulter, also der Anfang des Passdurchmessers, tiefer liegt als dieser Lagerinnenring, und zwar um gut einen Millimeter, ist sichergestellt, dass das Ritzel, wenn es bis zum Anschlag aufgepresst wird, auf dem Lagerring aufliegt und damit das Lager gegen Wandern auf der Welle in dieser Richtung, nach oben also, zusätzlich sichert. Der Lageraußenring wird am Herauswandern gehindert durch diesen Deckel. Der Lageraußenring ist also beidseitig festgelegt. Der Lagerinnenring ist zur Wellenschulter, die unten drunter liegt, festgelegt. Aber da wäre nichts, was, wenn diese Passung lose wäre, die Welle daran hindern könnte, nach unten durch den Lagerring zu rutschen. Dafür sorgt der feste Sitz des Kettenritzels, dass dies nicht möglich ist. Das Kettenritzel hilft, auch den Lagerinnenring beidseitig festzulegen. Das Kettenritzel heizt langsam hoch. Es hat jetzt etwas über 100 Grad. Die Werksreparaturanleitung sagt, beim Aufsetzen des Kettenrades auf ca. 150 Grad anwärmen, Motor kippen und Kettenrad senkrecht nach unten auf Welle aufgleiten lassen. Das Ritzel hat jetzt 170 Grad, das sollte reichen. So, ja, es sitzt unten auf, aber zur Sicherheit pressen wir nochmal nach. Ich habe hier mit dem Pleuelschutzholz und dem durchgesteckten Kolbenbolzen die Kurbelwelle blockiert, sodass sie sich nicht mitdrehen kann. Jetzt ziehe ich das schön dagegen. Damit ist sichergestellt, dass das Ritzel gut auf dem Lagerinnenring sitzt. So, sieht gut aus. Anschließend können wir gleich diesen Flansch mit dem Ölspritzrohr montieren. In das linke obere Gewindeloch kommt dieser Gleitschuh. Auf die lange Schraube soll auch eine Federscheibe drauf, ein Federring. Das kommt hier oben links hin. Und in die übrigen drei Gewindelöcher kommen konventionelle kurze Sechskantschrauben im 6x16. Bei angezogener Schraube muss der Gleitschuh frei beweglich bleiben. Diese M6-Schrauben, Festigkeitsklasse 8.8 oder früher 8G, zieht man so mit 9 bis 10 Newtonmetern an. Wer das nicht im Händchen hat, der nimmt einen Drehmomentschlüssel und stellt den auf 9 Newtonmeter ein. 9 bis 10. Fest genug. Dann können wir auch gleich hier außen die noch anziehen. Für den
Lagerschild. Die Blattfeder für den Kettenspanner stützt sich mit ihrem stark gebogenen Ende gegen das Gehäuse und sie wird befestigt links neben dem Kettenspanner an diesem Schraubenloch. Auch hier gehört eine Scheibe drunter, bitte nicht vergessen, eine Federscheibe. Und bitte die Federscheibe nicht hier durch den Schlitz ins Innere des Kurbelgehäuses fallen lassen. Wer sich davor fürchtet, vor diesem Risiko, der stellt den Motor besser so und fädelt die Schraube dann ein. Danach kann man ihn ja wieder in bequemere Arbeitslage stellen. Als nächstes setzen wir die Nockenwelle ein. Da werden uns diese beiden Teile hier etwas stören. Wir können sie deshalb auch später montieren, das ist Geschmackssache. Die Nockenwelle wird trotzdem reingehen. Wir müssen aber daran denken, dass wir diesen Lagerschild mit den beiden Schrauben hier sofort fluchtend zu den Gewindelöchern da reinsetzen müssen. Sonst schrumpft uns der Lagerschild sehr schnell hier drin fest und wir können den nicht mehr drehen. Durch dieses Kettenrad fassend sowieso nicht. Also drehen wir in eines dieser Gewindelöcher eine Madenschraube, einen längeren Gewindestift rein, nehmen wir mal den und das rechte Loch. Dann können wir diesen Lagerschild mit Hilfe der Schraube schon etwas führen. Die Schraube positioniert das Schraubenloch schon, bevor der Lagerschild in das Gehäuse geht und bevor das hintere Lager, das Loslager, in die Gehäusebohrung rutscht. Ich stelle das Gehäuse wieder senkrecht, richte vorher den Lagerschild so aus, dass ich dessen Löcher sehe, rüber über diesen Bolzen und dann runterdrücken und dann sitzt er auch schon. Jetzt kann das Madenschräubchen da wieder raus. So, jetzt kommen die Schlitzschrauben mit den Federscheiben hier rein, zweimal im 6. Ich ziehe die Schrauben noch nicht fest. Hier gilt das gleiche wie beim Kerzengewinde. Keine kalte Kerze in den heißen Kopf schrauben, keine kalte Schraube in heißes Aluminium schrauben. Erst muss ich die Schraube akklimatisieren und dann wird sie festgezogen. Ich lasse beides erst erkalten, sowohl die Nockenwelle als auch das Gehäuse, als auch die beiden Schrauben und dann werde ich sie ordentlich festziehen. Mit ordentlich meine ich, dass ich dann einen Schlagschrauber benutzen werde, dessen Klinge hier gut reinpasst. Ich muss die nicht unbedingt durch Schlagen festziehen, da reicht auch Anziehen mit Muskelkraft, aber es kommt darauf an, dass die Klinge gut passt, damit man die Schraubenschlitze nicht verwirkt. Die Nockenwelle ist drin. Links ist Auslass, rechts ist Einlass. Das ist der Überschneidungspunkt. Auslass noch offen, Einlass beginnt bereits zu öffnen. Diesen Punkt werden wir nachher suchen und dazu den OT einstellen. Und dann legen wir die Steuerkette auf, sodass der Überschneidungspunkt mit dem gleichen Ventilhub für beide Ventile im OT ist. Hier sind ja unsere beiden Spezialführungen für die etwas größeren Schlüssel. 22er. Aufgrund des fülligeren Nockenprofils haben wir ja hier die Schlüssel wie im Boxer. Ich verweise auf das Video Die scharfe Nocke. Da ist das beschrieben. Jetzt kommt hier so ein bisschen Dichtschmunze dran. Loctite 567. Pipe Sealant. Dann drehen wir erst den linken rein, weil der am schlechtesten zugänglich ist. Da sitzt ja hier dieses Gehäuse daneben, das ein bisschen stört. Wir brauchen dann einen 30er Maulschlüssel und einen großen Schraubenschlüssel. Ich hatte da mal einen Mathematikprofessor, der sich immer so ein bisschen über die Praxiszugewandtheit der Ingenieurstudenten lustig machte. Und dann sagte er, ja, die Ingenieure mit ihrem großen Schraubenschlüssel. In diesem Fall hat er sogar recht gehabt. Jetzt der zweite. Schmunzi, schmunzi. Schön in die Gewindegänge streichen und hinein damit. Man prüft natürlich vorher mal, ob die Gewinde gängig sind, ne? Ob sie leicht reinzuschrauben gehen. Und wenn nicht, dann wird der Grund gesucht und behoben. Irgendwelcher Schmutz, irgendwelche Spänchen, festgebackene Ölkohle oder was es auch sei. Ich habe ja hier, wie man sieht, die altmodischeren Schlüsselführungen mit den Sechskanten gewählt. Die moderneren, jüngeren haben keine Sechskante mehr. In dem Motor, als ich ihn zerlegt habe, waren diese sechskantlosen Führungen drin. Welches Werkzeug man dann verwenden kann zum Lösen, habe ich im Zerlegevideo gezeigt. Da nimmt man einen Schlüssel, der hier drauf geklemmt wird.
Nun mal zum Auflegen der Kette. Wenn ich mit den beiden Fingern in die Schlüsselführungen drücke und die Schlüssel niederhalte im Überschneidungs-OT, sodass beide Ventile etwas offen wären, also beide Schlüssel sind etwas gelupft, dann kann ich hier so etwas Ähnliches wie einen Einrastpunkt finden. Und dann weiß ich, das ist mein Überschneidungs-OT. Der Kurbelwellen-OT ist dann erreicht, wenn die Passfedernut senkrecht nach oben steht. Das sehe ich hier durch diesen Farbpunkt. Und jetzt setze ich mir mal zwei Hilfspunkte auf die Zähne der Räder, die sich gegenüber liegen müssen. So sind die jetzt gekennzeichnet. Einmal hier und einmal dort. Das erlaubt es mir, beliebig an diesen Rädern zu drehen, weil ich ja weiß, welche Zähne einander gegenüberstehen müssen. Denn ich muss ja die Kette hier sozusagen draufrollen, draufwickeln. Ich kann die nicht hier zwischen einfädeln. Hier ist nicht genügend Platz. Man kriegt die Kette hier nicht durch den Zwischenraum zwischen Zahn und Gehäuse. Also lege ich die ganze Kette hier rein, damit sie nicht verkanten kann, und wickele sie dann mal probeweise hier auf das große Rad. So, idealerweise soll das Kettenende schon hier sein, weil ich dort das Kettenschloss günstig einfädeln kann. Am besten an dieser Stelle, weil hier das Gehäuse am tiefsten ist. Also fehlen mir hier noch, sagen wir mal, 9 bis 10 Zähne. Dann wickle ich die Kette nochmal ab und drehe das große Rad 10 Zähne entgegen dem Uhrzeigersinn und lege die Kette wieder auf mit ihrem Anfang. Und jetzt stehen sich meine beiden Markierungen wieder gegenüber und nun kann ich auch recht bequem das Kettenschloss hier reinfädeln. Von unten muss das hier rein. Hier ein kleiner Trick zum Einfädeln des Kettenschlosses. Wir haben ja hier an dieser Stelle die größte Tiefe zur Verfügung. Die Tiefe ist aber so groß, dass uns das Kettenschloss, das ja von innen her reingesteckt werden muss in die Kette, immer gerne nach unten durchfällt. Darum lege ich hier ein Stück Schaumstoff rein, 6 mm dick. Das nehme ich natürlich später wieder raus. Und jetzt fädle ich zuerst den Bolzen in das von oben kommende Ende der Kette ein. Ich drücke das Kettenschloss also einfach nach unten gegen das Schaumgummi und dann drückt mir das Schaumgummi das Kettenschloss hoch. Jetzt nehme ich das zweite Kettenende, das von unten kommt, ziehe die beiden mit einer Spitzzange zusammen und drücke sie gegen das Kettenschloss. Jetzt sind die Bolzen schon mal da drin. Jetzt muss ich nur noch das Kettenschloss nach oben hebeln. Ich fasse mit einem Schraubendreher unter die Lasche des Kettenschlosses, halte oben gegen, damit die Bolzen durchtauchen können. Dann hat es auch schon verspielt. Jetzt kommt die Lasche drauf und der Clip mit der geschlossenen Seite in Laufrichtung, also nach links weisend. Mit einer Flachzange kann man den da drauf klipsen. So. Nicht vergessen, das Schaumgummistück hier wieder rauszuziehen. Und jetzt, wenn wir die Kurbelwelle drehen, darf die Kette nicht mehr ihre Spannung bei jeder Umdrehung verändern. So, liebe Zuschauer, wir sind am Ende des zweiten Teils angekommen. Bleibt auf Empfang, demnächst geht es mit dem dritten Teil weiter. Bis dann, ade, tschüss.